Wenn Mode auf Fachwissen und Kompetenz trifft, ergibt die Rechnung Optik Tiber. Zu beobachten war das einmal mehr auf der Brillenpräsentation, die im Kongress Schladming stattgefunden hat. Ja, diese Brillenpräsentation, die wir heute machen, machen wir eigentlich aus diesem Grund, dass die Leute wieder mal wissen, was gibt es Neues nach so vielen Jahren. Haben wir ja nichts machen können. Und die Leute waren jetzt wirklich schon sehr, sehr gespannt, was gibt es Neues am Brillenmarkt, am Sonnenbrillenmarkt. Und wie es im Hintergrund seht, ist es überwältigend viele Leute, die uns wieder unterstützt haben. Das Herzstück der Brillenpräsentation sind die Tische der Aussteller, zwischen denen es sich wunderbar herumschlendern und gustieren lässt. Die Zusammenarbeit mit einigen von ihnen geht bereits über viele Jahre. Ich glaube, wir sind mittlerweile seit knapp 15 Jahren bei Optik Tiber, arbeiten sehr gerne mit einem steirischen Familienunternehmen zusammen und sind froh, dass wir heute da sein dürfen und unsere Marken präsentieren in der breiten Öffentlichkeit. Wir präsentieren neue Luxuslabels für das Hause Tiber Optik in Schladming und versuchen mit Christian Dior ein bisschen Haute Couture nach Schladming zu bringen und mit der Kollektion Fendi diesen italienischen modischen Flair. Modisch oder sportlich, Glamour oder Nachhaltigkeit? Eine Auswahl aus dieser Vielfalt zu treffen, ist wahrlich nicht leicht. Welche Tipps geben die Profis zu den heurigen Brillentrends? Also der Trend geht eindeutig in die Richtung Back to the Roots. Bei Carrera sind es die 70er Jahre. Man sieht es ja an den Modellen wie zum Beispiel dieser Champion, dieser absoluter Klassiker ist, die was auch der Niki Lauda schon getragen hat. Aber auch ganz, ganz stark im Trend kräftige Farben. Gelb, Pink, Grün. Color Blocking wie die neue Miss Dior zum Beispiel, in Fuchsia, in Gelb, in einem ganz tollen Mint. Es darf wieder knallig und farbenfroh werden. Die Arbeit und das Herzblut, das vom gesamten Team Optik Tiber in dieses Event investiert worden ist, wird durch die vielen zufriedenen Besucherinnen und Besucher belohnt. Ja, heute hat man die Chance, bei ganz vielen Brillenanbietern die perfekte Brille für sich zu finden. Echt super, dass Optik Tiber das da macht. Ich habe mir selber da hinten an dem Stand schon eine schöne Brille gefunden. Na ja, ich bin so und so ein bisschen ein Brillenfetischist und die Veranstaltung da im Kongresszentrum Schladming von Optik Tiber ist einfach ein Wahnsinn und das ist eigentlich ein Pflichtbesuch, dass man da sein muss. Auch das Programm des Abends kann sich sehen lassen. Modenschau und vor allem ein spannendes Umstyling. Dafür holt sich Optik Tiber zwei lokale Expertinnen an Bord. Ich habe eine Dame und einen Herrn umgestylt. Bei der Dame haben wir eine Haarfarbe gemacht und das in eineinhalb Stunden und Haarschnitt. Also eigentlich wollte sie eine Naturhaarfarbe auswachsen lassen, aber ich habe gesagt, nein, für die Präsentation brauchen wir was. Und dann haben wir es gefärbt und sie ist sehr happy. Sie hat eine sehr dunkle Augenbraue von Natur, also es passt perfekt. Und parallel den Herrn, der hat sich selber ganz hübsch gefunden und war begeistert, wie er sich verändert eigentlich mit einer Frisur und wenn der Bart gepflegt ist. Ja, ich habe beide schminken dürfen. Ein Herrn, weil zum Beispiel der Herr hat längere Haare gehabt bei der Stirn, der war komplett weiß unterhalb. Das hat mich natürlich auch gefreut, dass ich ein bisschen abpudern dürfen habe. Und die Dame, das war natürlich super schön, wenn man so einen ganz natürlichen, sportlichen Typ kriegt und da sich einmal richtig austoben darf. Nicht zu vergessen ist das Gewinnspiel. Der Losverkauf läuft blendend und das liegt nicht nur an der Aussicht auf 70 schöne Preise. Es ist auch der gute Zweck, der dahinter steht. Ja, das ist eine Idee von mir gewesen, dass wir eine Familie unterstützen, eine Schladminger Familie unterstützen, die das Geld dringend braucht. Und deswegen haben wir eine Verlosung auf die Füße gestellt. Und das haben wir auch nur machen können, indem uns sehr, sehr viele einheimische Firmen unterstützt haben. Und natürlich auch unsere Brillenaussteller, unsere Repräsentanten, die uns 22 Aussteller jeder eine Brille zur Verfügung gestellt haben. Als letzter Höhepunkt des Abends werden die Gewinnpreise verlost. Und manche müssen etwas Geduld aufbringen. 563. Die Nummer 563 gewinnt einen Hauptpreis. Ich habe schon geglaubt, ich gewinne nichts und dann wirklich einen Hauptpreis. Ich kann es fast nicht glauben. Ja, also wirklich seitdem, dass ich eine Brünn habe und die Kinder auch, mein Mann, alle kaufen beim Optik Tiber die Brünn, weil es einfach ja ein heimischer Betrieb und einfach immer ganz, ganz ein tolles Kundenservice und es haut einfach super gut hin.